Jo Freunde, was geht? Checkpoint Xander hier. Willkommen zum nächsten Rätsel hier im Dead Space Remake. Wir müssen nämlich den Asteroiden lösen und diesen Asteroidenstrahl aussetzen, damit der Asteroid vom Raumschiff entfernt wird. Ja, Leute, und genau das machen wir heute. Und ich zeige euch, wie das geht. Lasst also gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da, wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte. Und dann starten wir hier ganz von Anfang an und schauen uns an, was wir da machen müssen. Ja, als nächstes fahren wir mal hier mit dem Aufzug runter und wir müssen dann hier in den hinteren Bereich rein zum Abbausektor. Und da müssen wir einmal hin. Jetzt ist natürlich hier die Frage, hier kommen ein paar Gegner, die machen wir natürlich platt. Aber die Frage ist, hier ist ein kleiner Stromkasten und eigentlich liegt hier kein Strom, keine Batterie drinne. Deswegen ist erstmal die Frage, wo bekommen wir eigentlich die Batterie her? Bevor wir das machen, holen wir uns erst nochmal hier die Credits an der Wand, machen hier noch die ganzen Gegner platt, alle fresh, damit wir halt entsprechend dann weiterkommen. Ja, machen die Gegner platt und gehen dann hinten in diesen Bereich und dann sehen wir da schon an der Wand, da ist die Batterie rot und wir müssen da eine Batterie reinsetzen. Ja, wo ist diese Batterie, ist jetzt erstmal die Frage. Und da gucken wir gleich weiter. Ja, diese Batterie befindet sich tatsächlich nicht hier in den Räumen. Da können wir so lange suchen, bis wir schwarz werden. Wir gehen aber einfach nochmal zurück und erinnern uns ja daran, dass wir hier eine Batterie für den Aufzug eingesetzt haben. Die holen wir dann nämlich wieder raus und nehmen die mit hier rüber, um die dann hier hinten einzusetzen, damit eben hier dieser Aufzug läuft. Schnappen uns also die Batterie. Nehmen die einmal mit und tragen die hier hinten hin, um die dann hier einzusetzen. Dadurch wird der Aufzug aktiviert, kommt noch ein kleiner Gegner, den machen wir platt und wir fahren dann mit dem Aufzug einfach nach oben und können dann weitermachen. Ja, beziehungsweise fahren wir mit dem Aufzug nach unten, ist dann das der Fall gewesen, ist aber egal. Wir fahren auf jeden Fall mit dem Aufzug und kommen dann hier entlang, gehen dann komplett weiter, machen das hier einfach mal alles fertig, bis wir dann zu der Stelle kommen, wo wir den Asteroiden lösen müssen. Ja, da oben ist er und jetzt ist die Frage natürlich, wie funktioniert das? Wir gehen hier an diese Teile, machen da einmal mit die Straße drauf, mit Dreieck, also zielen und Dreieck drauf und schießen dann einmal zwischen diese Düsen durch. Und das machen wir hier auch auf der anderen Seite, machen einmal drauf, zack, die Straße mit Dreieck machen wir einmal drauf und können dann hier das Modul kaputt machen. Wenn wir nichts mehr haben an Straße, können wir hier einmal runterfliegen und da gibt es so ein Modul an der Wand. Da können wir das entsprechend wieder aufladen und fliegen dann wieder hier rüber zu dem Teil, um das halt abzuschießen. Machen einmal drauf, zack, und dann seht ihr, ihr müsst immer dazwischen schießen, da hat so ein kleines Schild und wenn wir dazwischen dann geschossen haben, ist das kaputt. Ja, dann fliegen wir einmal komplett raus hier. Passt also auf, dass euch diese Teile da nicht erwischen. Die sind aber jetzt eigentlich kaputt, beziehungsweise funktionieren nicht mehr so richtig. Wir fliegen jetzt da durch, warten ein bisschen ab, dass euch die nicht erwischen, sonst seid ihr nämlich direkt platt und fliegen einmal hier raus. Ja, jetzt sind wir außerhalb im Weltraum und hier gibt es halt auch nochmal zwei solche Dinger, die wir dann kaputt schießen müssen. Wir setzen aber erstmal hier oben das Notfallsignal auf den Kometen drauf. Da seht ihr das. Das hat so geleuchtet da oben rot. Schießen dann mit der Straße hier drauf und ballern das Ding kaputt. Hier hinten könnt ihr euch dann auch wieder Sauerstoff oder halt Straßenmodul holen, damit wir halt den anderen auch noch aktivieren können. Wie gesagt, das Notsignal platziert ihr hier oben auf den Kometen, da seht ihr das auch, und hauen dann hier nochmal drauf mit dem Modul. Zack, einmal draufgeschossen und dann schießen wir hier dazwischen durch und machen das somit auch einmal noch kaputt, damit der Komet sich halt lösen kann und das Notfallsignal ausgesetzt wird. Ja, Freunde, und dann müssen wir eigentlich nur noch zurück. Wir sammeln jetzt hier nochmal ein bisschen was ein. Holen uns hier den ganzen Loot. Hier draußen fliegen nämlich noch ein paar Kisten rum. Die nehmen wir noch alle mit. Und dann gehen wir komplett einmal zurück zu dem Bereich, wo wir eigentlich hergekommen sind. So, wir fliegen also zur Tür zurück, landen da einmal auf dem Boden und können dann diesen Bereich hier komplett verlassen,
Wenn wir die vier Dinge abgeschossen haben, gehen wir einmal raus und dann zurück zur Konsole. Ziehen hier durch, machen hier die Tür auf und rennen dann einmal zurück, um dann weiterzukommen. Wir gehen hier wieder zum Aufzug und lassen uns dann einmal runter, beziehungsweise jetzt ist es hoch, fahren dann einmal komplett hoch, um den Aufzug dann zu benutzen, um zur Kommandozentrale zurückzugelangen. Ja, bei mir backt hier so ein kleines Ding rum, auch ziemlich witzig, wie ich finde. Das, keine Ahnung, was das sein soll. Einfach irgend so ein Ding. Kein Plan. Auf jeden Fall zurück zum Aufzug und jetzt sind hier diese Flammen an. Hier sind jetzt die Flammen an und wir müssen da einmal durch. Was ihr jetzt auf jeden Fall nicht vergessen dürft, ist hier den Stromkasten mitzunehmen. Den können wir einfach einmal hier rüber werfen. Nehmt den Stromkasten mit, weil dann müsst ihr nicht nochmal zurück. Ich habe das hier tatsächlich bei mir in dem Video vergessen. Bin dann erstmal hier krass durch das Feuer gepirscht und habe dann gemerkt, Scheiße, du brauchst ja noch den Stromkasten. Denn wir müssen ja hier hinten den Aufzug wieder aktivieren, damit wir wieder da hochkommen. Und ja, da habe ich natürlich gemerkt, oh, mir fehlt hier der Stromkasten und ja, habe erstmal hier die Gegner platt gemacht und mir dann später wieder den Stromkasten zurückgeholt. Im Endeffekt merkt man nämlich, dass hier der Aufzug dann nicht funktioniert, gehen also einfach wieder zurück und holen hier uns den Stromkasten, die Batterie wieder zurück, indem wir hier wieder durch das Feuer pirschen, wie so ein Feuerwehrmann rennen wir da durch, ohne Angst und ohne Furcht und ziehen da einmal komplett lang und holen uns dann die Batterie wieder zurück. Ja, und wenn wir das haben, brauchen wir eigentlich nur noch den Aufzug hochfahren und den Asteroiden oben in der Kommandozentrale abschießen. Die Batterie können wir ruhig hier rüber werfen, da passiert nichts damit. Und rennen dann einfach einmal durch, setzen die Batterie im Aufzug rein. Und das war's dann eigentlich auch schon. Fahren mit dem Aufzug hoch und setzen dann den Asteroiden ab, indem wir dort oben die Kommandozentrale aktivieren. Ja, Freunde, und somit haben wir das Rätsel gelöst. Lasst gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Alle Guides zu Dead Space 100% Platin findet ihr bei mir im Kanal. Klickt da also gerne mal rein, wenn ihr wirklich alles haben wollt, die Platin-Trophäe. Und dann gehen wir hier weiter und machen halt den Asteroiden, koppeln wir ab. Ja, Freunde, ich sag euch noch viel Spaß. Bis denn, macht's gut, adios und ciao, ciao.